Moin moin und hallo zurück zu Rust. So, heute geht es um Variablen und ihren Gültigkeitsbereich. Nennt sich auch Scope, falls ihr da irgendwie cool klingen wollt, redet vom Variablen Scope. No Scope und so, 360 Grad, egal. Und zwar habt ihr das vielleicht schon mitgekriegt, die Variable J gilt nur hier drin und die Variable I gilt nur hier drin. Das heißt, innerhalb dieser Schleife. Was das bedeutet, ist relativ offensichtlich. Ich kann hier draußen nicht irgendwie sagen, ich möchte gerne noch I oder J ausgeben. Ist egal, was ich jetzt hier nehme. Also es geht mit keinem von beiden. Und da kriegen wir schon direkt einen Fehler von Rust, dem Compiler, dass ich einen illegalen Charakter benutzt habe. Also ein illegales Zeichen, weil I eben nicht bekannt ist. Und da muss ich wieder mal Rust loben. Es ist geil, sowas direkt bei der beim Kompilieren schon mitzukriegen, dass es da schon was nicht stimmt und nicht erst hinterher. Das ist immer ätzend, wenn man dann plötzlich hat, ja, du kannst nicht auf die Variable zugreifen, guck mal. Nein, es ist ziemlich nett von Rust, dass es mir das gleich sagt. Aber man hat natürlich nicht nur innerhalb von Schleifen irgendwelche Variablen, sondern auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein if reinschreibe. Wenn ich schreibe if, keine Ahnung, if 2 gleich 2, was logischerweise wahr sein sollte. Und ich definiere mir hier drinnen jetzt eine Variable let x gleich 2. Und dann sage ich hier print. Nein, ich sage nicht hier drin print. Ich sage hier draußen print. Ich sage hier print mir x. Was das bedeutet ist, ich definiere mir hier drin innerhalb meines ifs eine Variable namens x. Die hat den Wert 2. Und ich möchte jetzt hier draußen außerhalb der if, die ja auf jeden Fall ausgeführt wird, ja, das ist ja eine wahre Bedingung, und ich möchte jetzt hier außen auf mein x zugreifen. Was jetzt passiert, ist folgendes, wir kriegen wieder einen Fehler, weil wir hier drin nur x definiert haben, denn es könnte ja sein, dass die Bedingung hier falsch ist. Und auch wenn diese Bedingung hier immer wahr ist, in ifs, wenn ich da was definiere, dann habe ich das draußen nicht zur Verfügung. Dazu brauche ich noch nicht mal dieses if hier stehen haben. Ich kann nämlich auch einfach Codesegmente so definieren in Rust, was für eine Überleitung. Ich kann hier auch einfach Codesegmente so hinschreiben innerhalb dieser geschweiften Klammern und hier drin darf ich dann neue Variablen definieren, aber habe nur hier drin innerhalb dieser geschweiften Klammern dann Zugriff hier drauf. Ihr seht, ich darf immer noch hier drauf zugreifen, obwohl dieser Code auf jeden Fall ausgeführt wird hier. Trotzdem gilt diese Variable x, egal ob mutable oder nicht mutable, nur hier drin. So. Jetzt habe ich aber natürlich nicht nur das Problem, dass hier unten vielleicht das x nicht gültig ist, sondern ich habe vielleicht das Problem, x ist gültig. Das ist alles schön und gut. Aber ich habe 2x. Was mache ich denn dann? Naja, sagen wir mal, ich habe hier oben noch ein x gleich 3. Schauen wir uns doch einfach mal an, was jetzt hier ausgegeben wird. Hier ist mein x gleich 3 und hier ist es 2. Gucken wir uns an, was ich jetzt ausgebe. Und ihr werdet wahrscheinlich nicht so sehr überrascht sein. Hier wird außerhalb 2 ausgegeben. Das bedeutet, es wird dieses x ausgegeben, weil es verschattet das andere x. Also könnt ihr hier wieder mal von Verschattung reden. Das ist auch wieder so ein Fachwort. Mit denen werfe ich heute irgendwie um mich, aber ist egal. Also es wird quasi das letzte definierte x und das, was am nächsten dran ist, genommen. Wenn ich jetzt dieses Printline wieder hier außen hin packe, ihr wisst, ihr erinnert euch, ich habe gerade eben gesagt, dieses x hier drin ist nur innerhalb der geschweiften Klammern gültig. Das heißt, logischerweise, wenn ich das jetzt ausführe, na, was ratet ihr? Welches x wird ausgegeben? Wird 2 oder 3 ausgegeben? Logischerweise 3, weil das x hier ist überhaupt nicht mehr gültig hier draußen. Das heißt, wir müssen dieses äußere x, was wir hier schon definiert haben, ausgeben. Okay, so, was jetzt für die ganz Klugen unter euch? Was passiert, wenn ich das hier reinmache und alles richtig eindrücke? Denkt mal drüber nach und ich führe währenddessen aus. Es wird auch 3 ausgegeben, weil ich mir dieses x hier unten erst danach definiere, nachdem ich das hier schon weg habe. Das heißt, Variablen existieren nicht über ihren über ihrer Definition. Das hier ist eine Variablen-Definition und gleichzeitig eine Zuweisung und drüber existieren diese Variablen nicht. Also sowas hier gibt mir einen Fehler. Wenn ich jetzt das ausführe, dann sagt es mir hier illegal characters in path, weil ich kein x definiert habe. Hier oben drüber steht kein x.
Das heißt, hier unten, die zwei, die müssen weiter nach oben, damit ich auf die zugreifen kann, egal welches davon. Aber eins muss weiter hoch, damit ich hier drüber zugreifen kann. Okay. Ein letztes Beispiel dazu. Ich mache das hier wieder raus. Ups. Ich mache es mit Ausschneiden raus. So, ich packe das jetzt hier unten hin und jetzt löse ich das hier auf. So, was passiert jetzt? Na, könnt ihr es euch denken? Das letzte, was ich definiert habe, ist dieses x gleich 2. Okay, das heißt, wenn ich hier auf Bild gehe, dann wird jetzt hier wahrscheinlich wieder 2 erscheinen. Wunderbar. So, aber jetzt kann das sogar so sein, dass ich hier eine Mutable-Variable habe, x gleich 3. Das heißt, ich kann die irgendwie verändern. Und jetzt schreibe ich hier x gleich 2 drüber, aber dieses x gleich 2 kann ich nicht mehr verändern. Das heißt, wenn ich jetzt hierher schreibe x gleich 4, dann habe ich ein Problem. Dann kriege ich wieder einen Fehler, weil ich darf diese Variable hier nicht verändern. Die hier ist verschattet, das heißt, auf die kann ich nicht mehr zugreifen, weil die hier ja hinterher definiert wurde, let definiert Variablen. Und die hier ist nicht mutable, das bedeutet, wenn ich die versuche zu ändern, habe ich ein Problem. So, wenn ihr das so irgendwann mal schreibt, dass ihr hier eine Variable x nennt und hier unten drunter noch eine Variable x nennt, dann habt ihr absolut keine Möglichkeit mehr, hier drauf zuzugreifen. Mit diesen geschweiften Klammern konnte ich wenigstens noch irgendwie drauf zugreifen, nämlich unterhalb der geschweiften Klammern ging es dann wieder. Aber so hat man absolut keine Möglichkeit, hier wieder drauf zuzugreifen. Okay. Ja, das ist es erstmal zur variablen Gültigkeit. Ich hoffe, ich habe euch wieder mal nicht zu überladen, aber ich glaube, es war eigentlich ganz geil. Und ja, dann hören wir uns nächstes Mal und bis dann. Ciao, ciao.